Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Thema der heutigen Vorlesung sind reale Gase. Schauen Sie sich das Guggenheim-Schema hinter mir nochmal an. Hier auf dieser Seite haben wir ganz viele Zusammenhänge, die wir für ideale Systeme, sprich ideale Gase, hergeleitet haben. Aber nun sieht die Welt glücklicherweise ganz anders aus. Denn gäbe es nur ideale Gase, gäbe es uns ja gar nicht. Und hier auf dieser rechten Seite des Guggenheim-Schemas, dort sind all die Zusammenhänge, die Korrekturen, die wir machen müssen, wenn wir reale Systeme betrachten. Und heute fangen wir an mit dem Thema reale Gase, was dort zu korrigieren ist. Erinnern wir uns noch einmal, welches die Rahmenbedingungen für ideale Gase sind. Wir hatten ja angenommen, dass ideale Gase eine Punktmasse haben, dass Stöße zwischen den Teilchen elastische Stöße sind, dass also keine Wechselwirkungen zwischen den Teilchen auftreten können, dass der Druck konstant ist, also keine Druckwellen sich durch das System bewegen. Und das waren sozusagen die Bedingungen. Wenn wir das Ganze mal in einem Energiediagramm darstellen, dann sehen Sie hier, da ist die potenzielle Energie in Abhängigkeit des Abstands zweier Teilchen aufgezeigt. Und das wäre für ideale Gase immer konstant Null, ja, weil es keine Wechselwirkung gibt. In realen Systemen kommt es aber zu Wechselwirkungen, selbst von Molekülen, die keine Reaktion eingehen. Ja, wenn die Teilchen sich nähern, dann können die sich zum Beispiel auch gegenseitig polarisieren. Es können Van der Waals-Wechselwirkungen auftreten. Aber wenn es zu einer Reaktion kommt, dann kommt es eben auch noch zu ganz anderen Veränderungen in dem System. Und die potenzielle Energie in Abhängigkeit des Abstandes sieht ganz anders aus. Das ist hier gezeigt, das ist das Lennard-Jones-Potential. Und bei ganz weiten Abständen haben die Teilchen keine Wechselwirkung. Wenn die Teilchen sich nähern, dann kommt es zu attraktiven Wechselwirkungen, zum Beispiel Van der Waals-Wechselwirkungen, Wasserstoffbrückenbindungen oder im besten Fall sogar zu chemischen Wechselwirkungen, also zu kovalenten Bindungen oder ionischen Bindungen. Und wenn die Teilchen sich sehr stark annähern, geht diese potenzielle Energie wieder sehr hoch, weil dann die Kerne anfangen, sich gegenseitig abzustoßen. Das ist ein reales System. Wie sieht es nun mit der thermischen Zustandsgleichung für ideale Gase aus? Dort hatten wir einen Zusammenhang zwischen P mal V, das war gleich N mal R mal T. Wenn wir jetzt einfach das Verhältnis von P mal V durch N mal R mal T bilden, dann müsste das für ideale Systeme 1 sein. Nun betrachten wir aber den Fall, dass Wechselwirkungen stattfinden und das bedeutet, dass dieses Verhältnis dieser beiden Terme nicht mehr 1 ist, sondern dass es Abweichungen gibt. Und das hängt sehr stark davon ab, welche Art von Teilchen wir vorliegen haben. Z ist der Kompressionsfaktor oder auch Realgasfaktor genannt. Wenn wir zum Beispiel stark polare Teilchen haben wie Ammoniak oder durchaus auch organische Moleküle, die polarisierbar sind, dann ist dieses Verhältnis von P mal V zu N mal R mal T, das weicht von 1 ab. Und zwar bei kleinen Drücken, wenn wir das in Abhängigkeit des Druckes auftragen, finden starke Wechselwirkungen statt. Deswegen wirkt das, ist dieses Verhältnis kleiner als 1. Und bei sehr hohen Drücken, wenn die Teilchen stark aufeinandertreffen, dann weicht das in die andere Richtung von 1 ab. Bei einem Molekül wie Wasserstoff überwiegen die repulsiven Kräfte. Das heißt, das Verhältnis von P mal V zu N mal R mal T ist immer größer als 1, selbst für kleine Drücke, wie man das hier sehen kann. Diese Abweichung von 1, die entwickeln wir als Reihenentwicklung. Das heißt, den Ausdruck P mal V setzen wir gleich N mal R mal T mal, Klammer auf, 1, das wäre der Term für ideale Gase, und korrigieren dann das Ganze noch in einer Reihenentwicklung durch B mal P, wenn wir das Ganze als Funktion von Druck ausdrücken, plus C mal P Quadrat und so weiter, machen eine Reihenentwicklung, wobei die Koeffizienten B und C, die sogenannten Virialkoeffizienten, der Gestalt sind, dass B deutlich größer ist als C. Wir können das auch alternativ ausdrücken in einer anderen Reihenentwicklung, wenn wir das Ganze als Funktion von V ausdrücken, dann ist P mal V gleich
n mal r mal t mal Klammer auf 1 plus b' durch v plus c' durch v Quadrat und so weiter. Wir haben hier andere Virialkoeffizienten, die eben sich auf das Volumen beziehen. In der Regel bezieht man sich auf das Molvolumen, das heißt, man dividiert v nochmal entsprechend durch die Stoffmenge. Und diese Koeffizienten sind anders als in der Reihenentwicklung, wenn wir das Ganze auf p beziehen. Es gibt jetzt noch ein paar interessante Punkte, die zu berücksichtigen sind. Die Virialkoeffizienten sind abhängig von der Temperatur. Und es gibt dort eine Temperatur, bei der diese Virialkoeffizienten 0 werden. Das bedeutet aber, dass das gesamte System sich nahezu ideal verhält. Diese Temperatur nennt man Boyle-Temperatur. Und für ein Beispiel, wenn wir Luft uns anschauen, die ja schon relativ nahe dem idealen Verhalten ist, ist diese Boyle-Temperatur, die liegt bei 346,8 Kelvin. Wir können jetzt den Kompressionsfaktor auch nutzen, um den Fugazitätskoeffizienten zu berechnen, der das Abweichen des realen Gases vom idealen Verhalten ebenfalls beschreibt. Wir können jetzt von diesem Kompressionsfaktor 1 abziehen und dieses ist ja sozusagen, diese Differenz ergibt ja die Abweichung von dem idealen Verhalten. Und wenn wir das Ganze teilen durch p, dann und das Integrieren von 0 bis p dp, dann erhalten wir einen Ausdruck, mit dem wir uns den Logarithmus des Fugazitätskoeffizienten beschreiben können und haben hier einen Zugang zu dem Faktor f. Wir messen also einfach nur die Abweichungen vom idealen Verhalten, schreiben das Ganze zum Beispiel durch die Virialgleichung und können dann damit diesen Fugazitätskoeffizienten ausrechnen. Und wir erhalten dann für das Integral, wenn wir jetzt zwei verschiedene Drücke betrachten, von einem Druck P' zu einem Druck P, Vdp, das Ganze ist ja die Differenz der beiden chemischen Potenziale, μ und μ'. Und das Ganze ist nichts anderes als r mal t mal ln, dem Verhältnis der Fugazitätskoeffizienten Fu f durch f'. Eine zweite sehr beliebte Variante, das reale Verhalten von Gasen zu beschreiben, geschieht über die sogenannte van der Waals-Gleichung. Dabei hat sich Herr van der Waal Folgendes überlegt. Die Moleküle haben alle ein Eigenvolumen. Das heißt, das Gesamtvolumen muss korrigiert werden durch dieses Eigenvolumen. Das muss man eigentlich von diesem Gesamtvolumen abziehen, damit man das tatsächliche Volumen in einem realen Gas vorliegen hat. Außerdem haben wir ja die Wechselwirkung zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass der Druck eigentlich ein anderer Druck ist, als wir es für ideale Gase vorliegen haben. Und wir haben hier Stöße vorliegen und die Wahrscheinlichkeit, dass Stöße stattfinden, die skaliert mit der Konzentration der Teilchen. Und weil zwei Teilchen aufeinandertreffen müssen, ist das Ganze abhängig von n durch v zum Quadrat. Das ist die Wahrscheinlichkeit, zwei Teilchen in einem bestimmten Volumenelement zu finden, damit das zu einem Stoß kommen kann. Und das wird dann noch mit einem van der Waals-Parameter multipliziert, der diese Wechselwirkungen beinhaltet. Das heißt, wir korrigieren den Druck und das Volumen in der van der Waals-Gleichung, die insgesamt sehr allgemein ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht ganz so genau wie die Virialgleichung. Wir erhalten damit die folgende Gleichung, das heißt p plus a mal n Quadrat durch v Quadrat multipliziert mit v minus nb, das ist ja dieses Eigenvolumen der Teilchen, das ist gleich n mal r mal t. Wir können das Ganze auch auf molare Größen beziehen, also auf das molare Volumen und erhalten dann p plus a durch vm Quadrat mal vm minus b, das ist gleich r mal t. Das Ganze können wir jetzt einmal grafisch auftragen, also p als Funktion von v. Und wir sehen, dass wir bei sehr hohen Temperaturen hier die Isothermen haben, die wir
von dem idealen Gas kennen. Und je tiefer die Temperaturen werden, desto stärker spielen die Wechselwirkungen eine Rolle und desto stärker weichen diese Isothermen vom idealen Verhalten ab. In einem besonderen Fall erhält diese Isotherme einen Sattelpunkt. Dieser Sattelpunkt ist der sogenannte kritische Punkt. Also bei einem definierten kritischen Druck und einem definierten kritischen Volumen. Unterhalb dieser kritischen Druck- und Volumengrößen kann ein System eine neue Phase ausbilden, eine flüssige Phase. Das heißt, hier zerfällt das System in eine Gasphase und in eine flüssige Phase. Hier sind die Isothermen, die beschreiben dann zum einen das Verhalten der Flüssigkeit und das Verhalten der Gasphase. Und die Einhüllende ist eine Parabel, das Maximum dieser Parabel, das ist dieser kritische Punkt. Und in diesem Bereich, innerhalb dieser Parabel, ist das System metastabil. Und in Wirklichkeit gibt es nur die flüssige und die Gasphase. Das sind sozusagen, die liegen an diesen Schnittpunkten der Parabel mit der Isotherm. Mathematisch gesehen gibt es da noch Minima und Maxima, aber das sind Artefakte, die nichts mit der Realität zu tun haben. So, und jetzt gibt es die Möglichkeiten, die Eigenschaften des Sattelpunktes der Isothermen für den kritischen Punkt oder für die kritische Temperatur nochmal zu berechnen. Und wir können dort praktisch die Van der Waals-Gleichung ableiten, die erste und die zweite Ableitung bilden und erhalten damit Möglichkeiten, wie wir Beziehungen zwischen den kritischen Größen und den Van der Waals-Größen aufstellen können. Das kritische Volumen ist zum Beispiel das Dreifache von der Van der Waals-Größe klein b. Der kritische Druck, der ergibt sich aus dem Verhältnis von a durch 27b². Und die kritische Temperatur, die ja diese Isotherme ausbildet, die ergibt sich aus dem Verhältnis 8a durch 27 mal r mal b, wobei r die allgemeine Gaskonstante ist. Wenn wir jetzt den Kompressionsfaktor betrachten, also das Verhältnis p mal v durch n mal r mal t, dann erhalten wir für die kritische Größen, kritischen Druck und kritisches Volumen und kritische Temperatur, in der Van der Waals-Gleichung immer 3/8. Damit ist die Van der Waals-Gleichung sehr, sehr allgemein und beschreibt alle realen Gase, insbesondere wenn wir die kritischen Größen betrachten. Das macht die Van der Waals-Gleichung so charmant. Auf der anderen Seite ist sie eben nicht ganz so genau. Und man kann jetzt auch noch nutzen, dass ja die Beschreibung des realen Gases mit der Virialgleichung gleich sein muss wie die Beschreibung mit der Van der Waals-Gleichung und kann damit eine Beziehung zwischen der Boyle-Temperatur und der kritischen Temperatur herstellen. Die Boyle-Temperatur ist ausgedrückt mit Van der Waals-Größen das Verhältnis A durch B mal R oder in Bezug auf die kritische Temperatur ist das 27/8 der kritischen Temperatur. Also Pi mal Daumen etwas mehr als ein Faktor 3. Oberhalb der kritischen Temperatur verhält sich ein Gas nahezu ideal. Jetzt haben wir alle Werkzeuge, wie wir reale Gase beschreiben können. Es gibt aber noch die Situation, dass wir uns Phasenübergänge näher anschauen wollen. Das ist aber Thema des nächsten Videos.